Tutorial schauen wir uns ein geisterhaftes Haus an und wir werden das Ganze in Procreate und Rough Animator gemeinsam animieren. Also macht gleich mit, ich freue mich auf euch und los geht's! Herzlich willkommen zu diesem Halloween-Spezial und ich werde heute mit euch gemeinsam ein kleines Geisterhaus zeichnen. Und wir werden das im Anschluss dann hier aus Procreate exportieren und in die App Rough Animator importieren, um dort dann die Animationen mit hinzuzufügen. Jetzt starten wir aber erst einmal mit der kleinen Illustration und wir können uns einmal eine Leinwand in der Größe von 1080x1080 Pixel aufmachen. Als nächstes färben wir uns diese Leinwand hier einmal blau ein. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ihr könnt hier einen Blauton wählen, den ihr gut findet. Und einfärben mache ich immer, indem ich hier einmal den Farbkreis auf die Zeichenfläche ziehe. Jetzt kann ich auch schon anfangen, mein Haus aufzubauen. Und zwar starte ich hier auf einer zweiten Ebene oben drüber. Und zeichne jetzt zuallererst einmal mit einem dunkleren Blauton auf die Zeichenfläche mit dem Monoline, den findet ihr unter Kalligraphie, einen kleinen Berg. Da soll unser Haus draufstehen. Und wenn ich das fertig habe und ich darauf geachtet habe, dass ich hier unten die Ecken gefüllt habe, dann kann ich jetzt meinen kleinen Berg auch schon füllen. Auf diesem Berg oben drüber setze ich jetzt ein kleines Häuschen und das mache ich folgendermaßen. Ich nehme mir jetzt eine neue Ebene, also wir haben hier die Bergebene, jetzt mache ich oben drüber nochmal eine neue Ebene, wähle mir ein richtiges Schwarz aus und baue mir jetzt nach und nach so ein kleines Häuschen hier oben hin. Und damit das ein bisschen gruselig aussieht, stimmen hier die Proportionen auch nicht richtig und ich ziehe hier das Ganze einmal nach oben. Und hier und kann dann auch mal das hier so verbinden miteinander. Dann kann ich meinen Berg auch mal noch mal wegmachen und baue hier nach und nach ein Häuschen auf. Das heißt, das hier ist jetzt der untere Teil. Dann möchte ich hier oben drauf, wenn ich den ein bisschen kleiner mache, dann geht es besser, noch so eine Art Veranda setzen. Das heißt, ich ziehe mir jetzt hier das einmal ein bisschen länger raus und schaue dann, dass ich hier an den Seiten vielleicht das Ganze ein bisschen kürzer mache, so. Und dann gehe ich hier dieses Häuschen nach oben mit so einem leichten Bogen, also das Dach. Und schließe das Ganze hier ab. Und auch das hier kann ich wieder füllen. Jetzt möchte ich noch hier oben andeuten, dass da noch eine Giebel quasi oben drauf ist. Das kann ich auch nochmal auf eine extra Ebene machen, einfach nur damit ich es dann später auch gut platzieren kann und mittig platzieren. Und fülle mir das wieder und setze auch hier wieder so einen kleinen Giebel oben drauf. Manchmal fällt es einem auch leichter, wenn man das hier mal ausschaltet, dann sieht man auch das, was man hier tut, ein bisschen besser. Und kann dann hier solche Sachen auch nochmal schöner machen. So habe ich mir also die Silhouette unseres Geisterhauses aufgebaut. Und ich kann jetzt hier unten drunter den Hügel nochmal anmachen und gucken, wie das dann so hier zusammenpasst. Ich kann auch meinen Hügel, wenn ich will, nochmal umfärben. Zum Beispiel in einem anderen Blauton, damit man das besser sieht. Vielleicht ein bisschen dunkler. So. Und dann möchte ich diesem Häuschen mit meinem Schwarzton noch ein paar Extras geben und zwar hier oben noch einen kleinen Balkon. Und außen herum bekommt das Ganze noch einen Zaun. Jetzt habe ich also die Haussilhouette, den Berg und den Zaun auf einer extra Ebene. Und jetzt möchte ich noch hier entlang einen Weg zeichnen. Das heißt, ich gehe jetzt zwischen diese zwei
Ebenen mit dem Plus und wähle mir jetzt hier einen lila Ton aus und zeichne jetzt hier einfach mal einen Weg nach unten ein. So, und jetzt habe ich quasi schon einmal die Grundbausteine dieser Illustration aufgebaut. Jetzt fehlen mir noch so Dinge wie Fenster. Unser Geisterhaus hat natürlich auch Fenster. Und dafür gehe ich jetzt hier noch einmal auf eine neue Ebene über das Plus und zeichne jetzt hier mit Orange einmal ein Fenster hier hinein. Und zwar wird das dann hier ein größeres Fenster sein. Form bearbeiten. Jetzt kann ich hier die kleinen blauen Greifer nehmen und anpassen. Und dann habe ich hier Fenster Nummer 1. Und dann möchte ich hier oben noch so ein rundes Fenster. Das brauchen wir aber extra, weil wir da später dann ein leichtes Flackern erscheinen lassen wollen. Das heißt, ich zeichne das hier jetzt mal rein. Und lasse das aber nochmal extra auf 2 Ebenen. Das heißt, wir haben hier die 2 Fensterebenen auf jeden Fall getrennt voneinander. Jetzt können wir noch so Sachen machen, wie dass wir dem Berg hier im Hintergrund ein bisschen Struktur geben. Und das mache ich immer ganz gern mit der Alpha-Sperre. Das heißt, ich wische hier einmal nach rechts, um hier ein Karo-Muster zu bekommen. Und dann kann ich genau diesen Bereich hier jetzt noch füllen und darauf malen, ohne dass ich außenrum irgendetwas verändere. Genau, und das möchte ich hier bei dem Zaun auch nochmal machen. Und jetzt gehe ich zuallererst einmal hier in den Berg, wähle mir dann nochmal einen dunkleren Blauton, also wir sind hier schon fast im Schwarz. Und dann gehe ich gerne bei Skizze auf die Bonobo-Kreide, die hier, das ist ganz toll, die macht hier so nämlich so einen ganz schönen kreidigen Look. Und jetzt wähle ich die aus und gehe jetzt hier einmal in meinen Berg rein und kann jetzt hier noch so ein bisschen schattieren, also einfach so ein bisschen Struktur mit hinzufügen. Ich kann natürlich auch noch mal ein bisschen hellere Farbtöne reingeben, dass mein Berg jetzt hier so ein bisschen herauskommt und jetzt quasi noch mal ein bisschen anders aussieht, gerade wenn man jetzt hier den Hintergrund anschaltet. Das mache ich jetzt auch mit dem Zaun. Da habe ich ja hier schon eine dunklere Farbe, dann mache ich die Bonobo-Kreide ein bisschen kleiner und dann kann ich hier jetzt ein bisschen Struktur reinsetzen. Ihr seht es auch ganz schön, wenn man da mal reinzoomt, und wenn man das hier weniger macht, dann kann man auch noch mal gezielter arbeiten und auch noch so ein bisschen Schatten mit reinbringen. Hier kommt ja dann das Licht drauf von dem Fenster, aber hier außen ist es recht dunkel. Das heißt, wir können hier in der Mitte auch noch mal so ein bisschen heller reingehen. So, das strahlt jetzt hier so ein bisschen raus. Was jetzt noch fehlt, ist eigentlich nur noch ein Mond, und den zeichnen wir jetzt hier einmal auf die Zeichenfläche drauf, bleiben hier oben gedrückt, gehen dann auf Form bearbeiten, Kreis, klicken hier rein und haben das jetzt erstellt. Den können wir jetzt hier einmal orientieren und vor allem ganz wichtig in der Ebenenreihenfolge verschieben nach ganz unten, und den kann ich mir jetzt hier hinrichten und dann habe ich hier einmal den Mond erstellt. Was ich jetzt noch machen möchte mit dem Mond ist, dass der hier an den Kanten so ein bisschen ausblurrt. Und das kann ich ganz toll machen, indem ich hier einmal auf den Zauberstab gehe, dann auf Gaußsche Unschärfe die Ebene auswähle und dann hier einmal über die Zeichenfläche streiche. Und da ist es manchmal ganz schön, wenn man vorher das Ganze noch dupliziert. Das heißt, hier einmal den Mond duplizieren, den unteren nehmen, hier noch einmal auf den Schlüssel, auf Gaußsche Unschärfe, auf Ebene und das hier dann rausziehen. Dann habt ihr nämlich im Hintergrund quasi dieses diffuse Leuchten. Aber hier oben drüber ist noch ein bisschen die Schärfe von der Kante zu sehen. Das kann man dann auch einmal nochmal über die Gaußsche Unschärfe auf die ganze Ebene anwenden. Und so ein bisschen rausziehen, dass es nicht ganz so scharf ist, aber noch genug.
Genau, und dann strahlt unser Mond hier im Hintergrund und da kann man jetzt natürlich auch noch einmal auf der Ebene hier die Alpha-Sperre aktivieren und dann vielleicht mit einem reinen Weiß reingehen und nochmal unter Skizze die Bonobo gerade auswählen und im Hintergrund hier hinter dem Haus nochmal mehr Schein reinbringen vielleicht oder man nimmt vielleicht auch ein Orangeton, da könnt ihr mal gucken, was euch gut gefällt. Und ich gehe jetzt hier einmal rein und zeichne hier so ein bisschen den Mond drumherum. Und wenn ihr das jetzt habt, brauchen wir im nächsten Schritt einmal etwas für Rough Animator. Und hier machen wir es uns jetzt ganz einfach. Wir speichern jetzt einmal als JPEG unsere fertige Zeichnung ab, aber ohne unsere orangenen Flächen. Das heißt, wir machen das einfach mal nur so. Klicken dann hier auf den Schlüssel auf Bereitstellen, gehen auf JPEG und exportieren das Ganze unter Bild sichern. Jetzt machen wir uns das hier alles aus und schalten uns nur unsere zwei Fenster ein, gehen auf den Schlüssel auf Bereitstellen und wählen hier PNG aus. Und bei mir funktioniert das besser, wenn ich es in Dateien sichern PNGs. Denn manchmal werden die in den Fotos dann nicht als transparente, also PNGs mit transparentem Hintergrund erkannt. Das vielleicht als kleiner Tipp an dieser Stelle. Und jetzt wechseln wir einmal in das Programm Rough Animator. Rough Animator ist ein Animationsprogramm, mit dem man auf mehreren Ebenen gleichzeitig animieren kann. Und zwar gehe ich jetzt hier einmal auf New Project. Benenne das Ganze hier in Geisterhaus zum Beispiel 21, belasse es bei 24 Frames pro Sekunde und stelle hier die Kamera-Size auf 1080x1080 Pixel und klicke dann hier auf OK. Jetzt kann ich mir ein paar Sachen einrichten und zwar kann ich mir jetzt hier unten auf den Background, wenn ich das möchte, auf den Hintergrund, einmal über den Hamburger-Button und über Import Images aus den Fotos hier mein Geisterhaus hinein platzieren. Wenn ich hier immer hier reinklicke in den Hintergrund, dann ist das hier einmal platziert. Ich kann hier übrigens wie gewohnt auch in Procreate rein und raus zoomen. Jetzt habe ich hier die Background-Ebene eben gefüllt mit meinem Geisterhaus und kann jetzt hier auf Layer 1 einmal unsere Fenster importieren. Das mache ich wie folgt. Ich springe jetzt einfach hier oben drauf, gehe dann hier auf den Hamburger-Button, gehe auf Import Images, durchsuchen. Durchsuchen bringt mich zu meinem Ordner. Da Geisterhaus liegen, da ist es schon. Und es wird jetzt hier automatisch importiert. Richtig platziert und man kann diese Platzierung auflösen, indem man einmal in den grauen Hintergrund klickt. Warum machen wir das Ganze? Wir haben das getrennt, weil ich gleich möchte, dass es hier innerhalb dieses Fensters so ein leichtes Flackern gibt und deswegen benenne ich das hier jetzt schon einmal in Fenster um. So, jetzt stelle ich die Fensterebene schon mal gleich auf 2 Frames und ich brauche oben drüber nochmal eine Ebene. Und zwar mache ich das über Modify Layers, Add Empty Layer. Und ich nehme jetzt hier mal den Pinsel, das ist der hier, klicke hier drauf, wähle mir eine rote Farbe aus. Farben auswählen kann ich immer, indem ich auf dieses Feld hier drauf klicke. Und jetzt möchte ich hier noch einen kleinen Geist um das Haus fliegen lassen. Und der kommt hier rein, fliegt hier vorbei, kommt hier rum und fliegt hier wieder raus. Das hier ist jetzt einmal der Weg, den mein Geist gleich fliegen wird. Und ich möchte, dass er hier langsamer wird, dann wird er hier schneller, um die Kurve vielleicht nochmal ein bisschen langsamer. Hinter dem Haus sehe ich ihn ja nicht, aber hier wird er dann noch einmal schneller und kommt dann hier raus. Und ich mache aber am Anfang und am Ende der Bewegung noch einmal ein paar von diesen Strichen hier rein. Denn diese Striche, die dienen mir dazu,
dass ich ganz genau weiß, wann ich hier meinen Geist auf der Zeichenfläche bewegen soll, beziehungsweise wann ich den reinzeichne. Das, was Sie hier oben gemacht haben, ist jetzt nämlich einfach eine Hilfslinie. Das kann ich auch mal gleich umbenennen in Hilfslinie. Und das Fenster schauen wir uns später an, aber das haben wir jetzt alles schon mal eingerichtet. Jetzt brauche ich nämlich oben drüber noch einmal eine Ebene für den Geist später. Das mache ich wieder über Modify Layers, Add Empty Layer und benenne das hier schon mal um in Geist. Und ihr seht, ich habe jetzt hier durch diese Menüs einmal Ebenen mir geschaffen. Also auf der Ebene sind die Fenster. Die kann ich auch an- und ausschalten, wenn ich hier in der Deckkraft das Ganze verringere. Ich habe meine Hilfslinie, die ich stärker oder weniger stark machen kann. Und auf der Geistebene ist ja noch nichts. Meine Hilfslinie unten drunter kann ich jetzt gleich mal hier auf 24 Frames setzen. Kann sein, dass es noch mehr wird. Und ihr seht, jetzt habe ich das hier verlängert und jetzt verlängert sich auch automatisch die Background-Ebene mit. Das ist ganz praktisch. Und die Geistebene setze ich hier oben auf 2 Frames. Das heißt, es wird jetzt immer ein Einzelbild für 2 Frames gehalten. Und jetzt gehe ich hier in den Schlüssel, gehe dann hier in die weiße Farbe rein und zeichne jetzt hier am Anfang einmal ein kleines Geistchen, wie es hier reinkommt. Und das ist ja hier am Rand nur so ein kleiner Böbbel. Dann klicke ich hier unten auf dieses Zeichen und bekomme dann immer wieder eine neue Leinwand. Und da kann ich dann sehen, was ich hier zeichne. Und dann kann ich hier einfach einen Schritt weitergehen entlang meines Hilfsliniengartenzauns. Dann gehe ich hier wieder weiter drauf und ich animiere jetzt hier dieses süße kleine Geistchen einfach bis nach hinten hin. Ups. Ich muss immer darauf achten, dass dann sowas hier auch gefüllt ist, wenn ich das Füllwerkzeug nehmen möchte. Das ist so ein bisschen wie das Bucket-Tool, wie das mit dem Color-Drop in Procreate. Muss ich den Füllblur noch runtersetzen und fülle das hier rein. Und so gehe ich jetzt entlang dieser Linie Schritt für Schritt vor und zeichne jetzt hier so einen kleinen Geist hinein. Und hier an dieser Stelle verschwindet er hinter dem Geisterhaus. Das heißt, ich zeichne den hier so rein und lasse dann einfach mal 2 von diesen Frames hier leer und weiß dann auch schon, okay, ich muss hier unten meine Hilfslinie nochmal verlängern. Klicke dann hier wieder drauf und hier kommt dann der Geist wieder raus. Das kann ich mir jetzt mal anschauen und man kann in Rough Animator das hier über diesen Play-Button einmal rendern lassen. Und da fährt jetzt hier unser Geist, ich mache mal hier unser Fenster nochmal aus, hier so schön durch die Zeichenfläche. Und natürlich kann ich mir dann auch meine Hilfslinie hier oben einmal runtersetzen und ausmachen. Und dann habe ich hier schon mal ein kleines Geisterchen, was unser gruseliges Halloween-Haus einmal umfliegt. Und jetzt wollen wir noch Folgendes machen. Wir haben ja hier unten noch unsere Fensterebene. Ich mache die wieder an, dass wir die noch sehen. Und die verlängere ich jetzt hier einmal auf 4 Frames. Also das kann ich hier oben immer machen und dann seht ihr, wie das hier unten sich verhält. Und dann dupliziere ich mir das einmal und zwar, indem ich hier über Add Drawing Duplicate After gehe. Und jetzt habt ihr ja vielleicht vorher gesehen, wie ich diesen Blur, Fill Blur aus Versehen gemacht habe und den machen wir jetzt nochmal ein bisschen gezielter. Und zwar wähle ich mir jetzt hier einmal diesen Orangeton aus,
Gehe dann auf Fill Blur ungefähr 10 Pixel und klicke jetzt hier einmal rein in dieses Fenster. Und ihr seht, das hat es sich jetzt hier automatisch im Vergleich zu vorher so einen leichten Schein ergeben. Und diesen Schein nutzen wir jetzt aus, indem wir dann quasi hier das immer so ein bisschen aufflackern lassen. Immer mal wieder so ein kleines Flackern dazugeben. Und dafür kopieren wir uns immer wieder diesen hier vom Anfang aus, rüber quasi und gehen hier über Add Drawing, Duplicate After und verschieben den jetzt da nach hinten. Das macht man immer hier oben mit den zwei Tasten. Und jetzt habe ich wieder eins, wo es aus ist. Und jetzt kann ich mir den hier wieder duplizieren über Add Drawing, Duplicate After und schiebe den nach hinten. Und so gehe ich jetzt hier vor, Add Drawing, Duplicate After, schiebe es nach vorne, Add Drawing, Duplicate After und so weiter. Add Drawing, Duplicate After, nach vorne schieben und wieder zurückspringen, Add Drawing, Duplicate After, nach vorne springen. Und das machen wir jetzt bis zum Ende unserer Zeichenfläche. Add Drawing, Duplicate After, nach vorne holen. Add Drawing, Duplicate After und nach vorne holen. Zurückspringen. Add Drawing, Duplicate After und nach vorne. Bis zum Ende. Und jetzt kann ich mir das mal noch anschauen. Und jetzt flackert das hier so ein bisschen wild quasi pulsierend. Und das kann ich mir jetzt aber auch nochmal so ein bisschen besser einstellen. Und zwar kann ich jetzt in ein paar von denen, zum Beispiel hier am Anfang noch einmal mit dem Fill Blur, wo es nicht ganz so, also ungefähr bei 6, hier nochmal reingehen. Dann hat es hier nochmal so einen leichten Unterschied. Hier kann ich nochmal reingehen und versuche das jetzt hier so ein bisschen anzupassen. Und so macht es dann hier so ein bisschen spooky Look. Und ich kann jetzt auch noch, um das Ganze noch einmal so ein bisschen schöner zu machen, also ihr seht hier im Hintergrund, da passiert was, da ist was los mit diesem Flackern. Und ich kann jetzt hier oben drüber nochmal über Modify Layers, Add Empty Layer eine neue Ebene machen und jetzt hier zum Beispiel einmal mit 44 Frames reingehen, das ist bis zum Ende der Zeichenfläche, das sehe ich dann immer hier. Und dann hier noch einmal mit einem Rotton, zum Beispiel hier außen rum, ich gehe auf OK, dann noch ein Gitter hier reinzeichnen. Das ist eigentlich auch immer ganz cool, wenn das noch da ist. Brush Size 10 ist vielleicht ein bisschen zu hoch, sowas hier. Und hier in Rough Animator müssen die Striche leider selber gerade gezogen werden. Aber auch so kann man quasi im Nachhinein noch so ein bisschen mehr Leben reinbringen in das Ganze, wenn man möchte. Und es füllt aber trotzdem, wird jetzt dieses Blurrige weiterhin durchgezogen. Wenn ihr das Ganze exportieren wollt, dann könnt ihr das wie folgt machen. Und zwar könnt ihr jetzt hier einmal über diesen Hamburger-Button gehen, dann über Export Video, Geisterhaus, Moff und auf OK klicken. Dann wird das hier gerendert und dann könnt ihr das hier in Videos speichern. Und dann habt ihr das Ganze einmal gespeichert. Ich hoffe sehr, euch hat dieses kleine Tutorial, dieses kleine geisterhafte Tutorial gefallen. Und wenn ihr Lust habt, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Habt ein wundervolles Halloween. Probiert es mal aus hier mit Rough Animator. Das ist wirklich cool, was man hier alles einstellen kann. Und ansonsten, wenn ihr mehr über Animation erfahren wollt, ich habe da auch ein tolles Freebie dazu. Das blende ich euch hier ein. Und ihr dürft es gerne kostenlos herunterladen. Ihr findet die ganzen Infos dazu auch in der Showbox unten drunter. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich und wünsche euch jetzt gruselige Halloween. Bis dann, ihr Lieben!